Brasilien und sie zeigen auch, dass der deutsche Faschismus und die deutsche Historie auf sehr bittere Art und Weise auch mit der ukrainischen Geschichte verbunden ist. Unter den Zwangsarbeitern, die in Wuppertal umgekommen sind, sind auch sehr, sehr viele ukrainische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Es gibt einen Geschichtsverein, Spurensuche hier im Wuppertal, der die Geschichte dieser Zwangsarbeiter versucht hat herauszufinden, zu dokumentieren. Die Frauen eingeladen haben, die damals als Zwangsarbeiterinnen hier schuften mussten, unter erbärmlichsten Bedingungen. Und eine Freundin kann dazu ein bisschen was sagen, weil sie in dem Verein Mitglied ist. Ja, hallo, ich bin Mitarbeiterin im Verein Spurensuche seit 2000, als die Debatte um die Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion hier hochgekocht ist, hat sich unser Verein gegründet und wir haben seitdem die Geschichte der Zwangsarbeit in Wuppertal erforscht. Mit zu unserer Arbeit gehörte, dass dann hier und die Zwangsarbeiterinnen, die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine, aus Belarus und aus Russland unterstützt haben, als sie ihre Bescheinigungen gebraucht haben, die sie für die Entschädigung benötigt haben. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit waren die Besuchsprogramme, die wir jetzt leider nicht mehr so durchführen können, da die meisten Menschen zu alt sind, um überhaupt diese weite Reise nach Wuppertal zu unternehmen. Also ich bin jetzt kurz vor der Demo gefragt worden und von daher gibt es jetzt keinen richtig gut durchgearbeiteten Vortrag von mir, sondern ich will einfach nur mal ganz kurz auf einen Menschen hinweisen, der hier in Wuppertal nur sehr kurz gelebt hat. Das ist Viktor Tito war, der auch auf der Tafel verewigt ist und an den wir auch bis heute gedenken. Viktor hat diese Befreiung von Wuppertal am 16. und 17. April 1945 nicht mehr erleben können. Er ist vorher gestorben. Seine Eltern waren beide Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hier in Wuppertal. Frau Tatjana Titova hat bei der Firma Herbert arbeiten müssen. Der Vater bei der Firma Vorwerk oben auf Lichtscheid. Viktor ist hier in Wuppertal geboren worden, wie einige von euch auch, in der Landesfrauenklinik. Die Landesfrauenklinik hatte wie viele Betriebe, in der Landesfrauenklinik hießen sie dann Hausschwangere, die dort als schwangere Zwangsarbeiterinnen arbeiten mussten. Frau Bielek hat, wie gesagt, bei der Firma Kolb und Co. und dann erstmal bei Herbert arbeiten müssen. Ihren Sohn hat sie dann bei der Firma Kolb und Co. zurecht, also mit der Sohn in dem Lager gelebt. Die Geschichte ist dann insofern das Zeichen, dass Frau Bielek nicht, sie hat dann hinterher geheiratet. Tatjana Titova wurde Frau Bielek. Sie musste dort eben arbeiten und wollte aber die Nachtschicht nicht machen, weil sie ihren Sohn versorgen wollte. Und daraufhin ist sie in ein Arbeitserziehungslager nach Ronsdorf gebracht worden. Das Kind blieb wie andere Zwangsarbeiterkinder bei der Firma Kolb und Co. Sie hatten eine eigene Kinderbaracke. Und als Frau Bielek dann von der Arbeitserziehungslager wieder zurückkam, war das Kind so dermaßen unterversorgt. Als Frau Bielek war auf Besuch 2004 in Wuppertal und hat die Geschichte erzählt und es war wirklich sehr, sehr ergreifend und auch sehr unbeschreibbar, was sie erlebt hat, als sie ihr Kind wiederbekommen hat. Und das Kind ist dann auch, Viktor ist dann auch bald gestorben und wir haben erst letztes Jahr herausbekommen, dass er auch, also den Friedhof, auf dem er begraben worden ist. Ja, Frau Bielek und ihr Mann haben die Befreiung in Wuppertal erlebt. Zum Zeitpunkt der Befreiung waren ca. 30.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus in Wuppertal. Das waren aus allen besetzten Gebieten Europas, sind die Menschen nach Wuppertal auch deportiert worden. Es gab ein großes Verteilungslager in Vohwinkel bzw. Sonnborn, der Giebel. Und von dort aus sind die Menschen auf die Wuppertaler Firmen, in die Stadtverwaltung, in Privathaushalte verteilt worden. Also im Grunde genommen gab es hier überall Orte der Zwangsarbeit und der Lager. Über die Befreiung gibt es einen Bericht von einem niederländischen Zwangsarbeiter, der auch einen dermaßen
schreckliches Schicksal hatte, denn er ist deportiert worden, als die Amerikaner an seiner Heimatstadt war, also in seinem Heimatort waren. Es war noch gar nicht so weit weg. Also die sind dann praktisch im Moor stecken geblieben, die Amerikaner. Und die Deutschen haben ihn als 14-Jährigen auf dem Rückzug mitgenommen. Er hat auch eine Zeit in Liebel verbracht, hat dann für die Reichsbahn arbeiten müssen und war im Langerfeld in der Schule untergebracht, auch unter elenden Bedingungen. Das heißt, das Essen war schlecht. Die Unterbringung war ähnlich wie die in den Lagern der sowjetischen Zwangsarbeiter. Also sie waren nicht gut ausgestattet in den Räumen. Zum Teil haben sie auf dem nackten Boden schlafen müssen und tagsüber dann die schwere Arbeit an der Reichsbahn gehen, wo sie dann die zerstörten, durch die Bomben zerstörten Schienen und sowas wieder richten mussten. Und er gehört zu einer kleinen katholischen Minderheit aus der Grenzregion an, und diese niederländischen Zwangsarbeiter durften zur Messe gehen. Das war eine der Vergünstigungen in dem rassistischen System der Nazis. Und er beschreibt das so, dass er dann aus der Kirche kam und dann standen die amerikanischen Panzer vor der Kirche, und es ist ihm dann so plötzlich klar geworden, dass das jetzt die Befreiung ist, dass er und seine Leidensgenossen jetzt wieder frei sind. Danach kann ich sagen, dass die Zwangsarbeiterinnen zum Teil relativ schnell wieder nach Hause gebracht worden sind, die Menschen aus der Sowjetunion waren, aber dann noch in den Kasernen, praktisch wieder im Lager, und sind dann wieder in den Osten zurückgebracht worden. An den Grenzen haben sie dann die sogenannte Fixierung mitmachen müssen. Das heißt, sie sind durch den KGB überprüft worden, und die Menschen aus der Sowjetunion haben dann auch wirklich unterschiedliche Schicksale wiederum. Ganz viele von ihnen, also den Männern, zum Teil sind sie dann in die Sowjetarmee wieder eingegliedert worden, andere sind in andere Lager gekommen und haben dort wieder Zwangsarbeit leisten müssen, weil sie als Kollaborateure behandelt worden sind. Es gibt Berichte von Frauen, die sich nicht getraut haben, irgendwie sich zu verheiraten, weil ihnen praktisch der Makel so anhaftete, beim Gegner gearbeitet zu haben.